Und das hat, also ich fand zumindest, das hat tatsächlich gut funktioniert. Der DLC fehlt da halt, aber ja gut, bei Diablo 1, das lässt sich auch ohne DLC, also ohne Hellfire ganz gut spielen, bin ich der, der Meinung. Boah, kein Mensch, Hellfire ist einfach nur Meme. So auch so ungefähr. Alles auf der PS1, wir hatten noch. So, was wir jetzt aber haben, ist ein Run, nämlich Silent Hill 2. Gerannt von April, die haben wir vorhin bei Resident Evil schon gesehen. Nee, doch. Ja, Resident Evil. Resident Evil, ja. Ich muss ganz kurz überlegen, nicht, dass ich da jetzt was durcheinander bringe. Na, ihr knackigen Butterplätzchen. Jetzt wird's wieder komisch. Genau. Genau, Baldur's Gate Dark Alliance, das gab's ja auf der PS2, also Teil 1 und 2. Ja, nee, aber ich bin der Meinung, dass jetzt vor gar nicht so langer Zeit für die Konsolen auch die normalen, in Anführungsstrichen, normalen Baldur's Teile rausgekommen sind von damals. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen in der Erinnerung geschwelgt. Und dann können wir jetzt ja, ich wollte gerade sagen, wieder in die Gegenwart zurückkehren mit einem Spiel aus dem Jahr 2003 oder so, 2004 irgendwie in dem Dreh. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es rauskam. So, ja. Ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen. Wir werden jetzt hier nicht das eigentliche Hauptspiel sehen, Silent Hill 2, sondern halt Born from a Wish, also diese Zusatzepisode, die deutlich kürzer ist, sind halt estimiert nur 20 Minuten. Und ja. Dann viel Spaß dabei. Dann hat mittlerweile auch angefangen, Timer läuft. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man mal so auf die Mega Man X-Dinger guckt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber irgendwie ging bei jedem irgendwas mit dem Timer schief. Das habe ich nicht bekommen. Ne? Okay. ja. Auf alle Fälle, Born from a Wish DLC, hattest du den gespielt damals? Nee. Ich hatte ihn einmal gespielt, aber das ist meins, also das Hauptspiel hat mir deutlich auf alle Fälle. Und wir spielen in dem DLC als, oh Gott, Maria hieß sie, glaube ich, ne? Ja, müsste Maria gewesen sein. Ich glaube, notfalls notfalls korrigiert uns da. Und vom Stil her, vom Ambiente her, ist es halt wie das Originalspiel. Vor allem, ja, hier sieht man es gerade ganz gut, sehr, sehr neblig. Ja, es ist kein DLC in dem Sinne. Es ist halt in dem Silent Hill 2 Director's Cut damals als Zusatzepisode mit drin gewesen. Nur heutzutage ist es einfacher zu sagen, ja, es ist halt quasi ein DLC. Dann wissen die Leute, was gemeint ist damit. Man hätte es auch als Add-on titulieren können. Ja, gut, aber Add-on ist ja eigentlich auch DLC. Nee, aber es gab halt von Silent Hill 2 damals einen Director's Cut und da gab es halt diese Bonus-Episode noch. Diesen Director's Cut hatte ich damals übrigens auch. Ja, wir hatten ja bei, wo war das? Das war doch, glaube ich, bei Resident Evil vorhin, ne? Wo wir mal das mit dem Nebel auch angeschnitten. Genau, ja, als wir da über die Türen geredet haben. Und dieser Nebel, er ist halt so typisch für Silent Hill, für die ganze Silent Hill-Reihe, passt auch vom Ambiente her sehr gut. Ist aber im ersten Silent Hill für die PS1 noch, ist das aber ein Element gewesen, um halt die geringe Sicht zu kaschieren. Die PS1 ist halt einfach nicht stark genug gewesen, um so viel zu rendern gleichzeitig. Deswegen war die Sicht halt eigentlich katastrophal, aber man hat halt einfach Nebel eingebaut und dadurch hat man von der geringen Sichtweite nicht bekommen. Wie gesagt, vom Ambiente her passt es halt auch. So, in dem DLC, es ist, muss ich tatsächlich sagen, es ist leider beim Zuschauen ein bisschen langweilig. Man sieht es ja gerade, das, was wir jetzt machen, machen wir auch einen Großteil der Zeit. Wir laufen einfach nur von Ort zu Ort. Ist halt ähnlich wie bei Resident Evil, dass wir in Silent Hill spielen. Ja, im Endeffekt auch nur Gegenstände einsammeln müssen. Also wir sammeln Gegenstand A ein, mit dem kommen wir dann an der Stelle weiter, finden da Gegenstand B, kommen mit dem Gegenstand wieder an einer anderen Stelle weiter. Und immer, ja, das setzt sich halt sofort. Ja, aber hier ist halt das Problem, generell bei Silent Hill 2 ist halt das Problem, in Anführungsstrichen, dass die Areale sehr groß sind
Resident Evil hat ja so einzelne Räume. Das heißt, man hat immer sehr viel Abwechslung, weil man von Raum zu Raum rennt. Hier ist man halt irgendwo auf der Straße unterwegs und rennt halt erstmal Ewigkeiten die Straße nur lang. Ich sage sehr häufig halt im Moment. Fällt mir gerade auf. Das klingt halt doof. Ja, ist halt so. Ne? Genau. So, und genau, Silent Hill 2 wäre eigentlich das perfekte N64-Game gewesen bei dem ganzen Nebel. Ja, wir sehen eigentlich nicht viel außer Nebel und einem roten Outfit. Ja, und ab und zu mal irgendwelche Bäume und Schilder und vielleicht mal so ein paar Häuser, Hauswände, Autos und ein paar Gegner sehen wir auch. Haben wir sogar eben schon mal gesehen. Hast du es bei mir in der Aufzählung oder dauert das noch ein bisschen? Nö, das war's. Ich will jetzt nicht alles aufzählen. Okay. Ich frage für einen Freund. Genau. Stoppschild sieht man auch, genau. Ja, Gegnerdesign, das Gegnerdesign generell ist halt aus dem Hauptspiel auch übernommen. Ich überlege gerade, gab es hier so irgendwelche Episoden-exklusive Gegner? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube nicht. Ich merke gerade hier, grillt irgendwo jemand in der Gegend. Oh, perfekte Wetter, ne? 16 Grad bei mir. Ja. Bei mir sind es 12 Grad. Oh, da hat sie die Kreuzung verpasst. Oh ja, Tatsache. Ja, bei dem ganzen Nebel siehst du halt auch nichts, ne? Das ist einfach... Eben. Da brennt wieder das Kohlebergschwäch unter der Stadt, weißt du? Und keiner löscht. Wobei. Der Silent Hill Film, der erste, wie fandest du den eigentlich? Ich fand beide gut, tatsächlich. Okay, den zweiten habe ich selber immer noch nicht gesehen. Oh. Ich mag's mal machen. Kein Resident Evil 7 oder 8 gespielt. Mensch, Veni, also... Ja, bei Silent Hill 2, bei dem Film, vergesse ich das irgendwie immer wieder, dass ich mir den angucken will. Das fällt mir bei einem Event mal ein und da habe ich dann wenig Zeit dafür und nach dem Event denke ich dann nicht mehr dran. So, wir haben ein bisschen Blut und ein paar komische Leichenteile auf dem Boden. Oh, und da waren sogar noch mal kurz ein Gegner zu sehen. Ja, die haben halt die Fetzen fliegen lassen, wie du gesehen hast. Hat einer keine Füße mehr gehabt. Aber Lepra kann keine Party schmeißen, ne? Boah. Der war jetzt ein bisschen böse, ich weiß. Aber bisschen ist gut. Schon wieder bodenlos von dir, so kennt man dich. So, jetzt haben wir mal ein bisschen in Abwechslung hier. Dann nämlich nicht mehr durch die Straßen, sondern sind mal auf so einen kleinen Hinterhof gegangen und kommen in ein Haus rein. So ein Detail ist ein Skaoi. Hallo. Ich weiß, wen die kann man gar nicht vom Niveau her, ja? Ja doch, vorhin, wer war das? Ja, okay. Daftus, ne? Nee, ja. Doch, Daftus war das. Nee, nicht Daftus. Nee, sieht was, genau. Der hat es ja geschafft, selbst mich zu unterbieten. Das ist richtig, Ferry Fax, ne? So sieht es nämlich aus. Das sind halt diese typischen schönen Wettergriller. Genau. was bei Silent Hill damals immer schon was Besonderes war im Vergleich zu Resident Evil, Resident Evil war ja alles quasi vorgerendert. Und deswegen gab es ja auch diese festen Kameraperspektiven, weil durch das vorgerenderte, beziehungsweise durch die festen Kameraperspektiven musste die Grafik halt nicht mit werden und dementsprechend konnte man das vorrendern. Hat bei Silent Hill 2 nicht funktioniert, da sind die ganzen Grafiken halt nicht vorgerendert, das heißt ist halt deutlich aufwendiger, weil man die Grafiken aus verschiedenen Winkeln sehen kann, dadurch, dass die Kamera sich halt immer so ein bisschen mitdreht. Die hat zwar auch ihre gewissen Perspektiven, aber sie bewegt sich halt mit dem Charakter mit. Also Mondschein, mal abgesehen, dass das Silent Hill ist, ja. Director's Cut sah auch nicht besser aus. Aber für damals war es halt 11 von 10 Grafik. Ja. Also ich finde tatsächlich, dass die Silent Hill Grafik auch relativ gut gealtert ist. Also allgemein die Silent Hill. Nicht nur Teil 2, sondern Teil 1 genauso. Beziehungsweise eigentlich sogar gerade Teil 1, als er noch auf der PS1 damals war. Also das Spiel hier, man sieht es ja im Layout auch, oder man hat es da eben kurz gesehen. Das kam halt für die PS2 raus, der Director's Cut dann auch. Es gab ja auch dieses Remake für die, oder diese Silent Hill Collection war es, hieß es glaube ich, für die PS3
glaube für die Xbox 360 auch, wo halt Silent Hill 2 und 3 mit drauf waren. Weil das war ja nicht allzu gut. Homecoming war das, ne? Ich erinnere. Bitte? War das nicht Homecoming? Ach nee, Quatsch. Nee. Das war Teil 2 und 3. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber Director's Cut werden wir auch noch sehen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Bei diesem Event jetzt? Oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich gucke gerade. Nee, doch nicht. War Dead Time, sorry. Achso, ja, okay. So, und hier, Hilfe. In dem Anwesen rennen wir jetzt im Grunde auch nur von Raum zu Raum, holen uns ein paar Gegenstände. Ich überlege gerade, müssen wir hier überhaupt Rätsel lösen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist halt schon lange, lange her, dass ich das hier gespielt habe. Also die Bonus-Episode. Ist auch schon ziemlich lange her, dass ich das eigentliche Spiel gespielt habe, obwohl ich das eigentlich auch gerne mal wieder spielen würde. Und ich hab's, glaube ich, auch noch hier zu stehen. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und was Resident Evil und Trashig angeht, also Teil 1, als er rauskam, sah er noch ganz gut aus, aber der ist halt sehr schnell schlecht gealtert schon. Spätestens als das Remake dann rauskam, und das sah ja um Längen besser aus. Jo, Vergleich halt Äpfel mit Birnen, ey. Ja, eben. Ein Dreier, ja, am Spieß beim Dreier, kurz zu sagen, okay, Einser war halt sehr schlecht gealtert. Also werden wir nachher auch noch sehen. Wir haben ja das Remake vorhin schon gesehen, von Resident Evil. Und heute Abend wird es dann Resident Evil 1, das Classic, noch geben. Ey, was? Hä? Ach ja, doch. Ja, doch. Ja. Sag ich doch eben. Du sagst nee. So, ach, das meintest du. Ich dachte, du meintest Silent Hill. Ach, du bist doch Blödmanns Gehilfe, Mann. So. Ja, heute Abend werden wir halt Resident Evil 1, das Original, sehen. Wäre halt eigentlich cool, beide direkt nacheinander zu sehen, um mal den direkten Vergleich zu haben. Aber da wird man dann schon sehen, wie schlecht das eigentlich gealtert ist. Gott. Aber da können wir ich dachte doch eben noch, ja, sehen wir ja noch. Nee, was? Nee, wie gesagt, ich war halt der Meinung, du redest über Silent Hill. Crazy. Ja, ne, mittlerweile weiß ich das auch. Ja. So, wir haben gerade noch uns ein bisschen geheilt, wir haben eine Waffe auch ausgerüstet. Und ich überlege gerade, müssen wir die Waffe zwangsweise benutzen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es jetzt einfach nur so eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich glaube, wir müssen gleich eingehen. Ich habe Born from a Wish einmal gespielt. Ja, ich halt auch. Ich habe es auch einmal gespielt. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Deswegen sind die Erinnerungen da jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich wollte es mir im Vorfeld auch nochmal angucken, einfach um nochmal so ein bisschen reinzukommen. Hat leider nicht ganz funktioniert, weil der Run, also hier, was war es? Devil May Cry. Weil der Runner ja deutlich schneller war, als die erste mit angegeben hat. Ich wollte gerade sagen, deutlich schneller ist gut. Mhm. Oh Gott, dann zieht es wieder ab. Super. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr der mit den schlechtesten Witzen hier. Ja, das ist richtig. Ah, die knallroten Speicherpunkte, da hat man eben gerade einen gesehen. Da fand ich es halt lustig im Hauptspiel. Kurz vorm Ende hat man da noch diese Wand, die so komplett mit roten Dingern gepflastert ist. Ich glaube 9 Stück. Ja. So. Damit man definitiv nochmal speichert vorher. Damit man es auf gar keinen Fall verpassen kann. So, da wurden wir jetzt einmal kurz getroffen von irgendeinem Gegner. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Oh, und Sie, danke für die 5 verschenkten Subs. Oh, vielen Dank. Nochmal kurz angespuckt. Kommt halt vor. Also generell, wenn wir von einem Gegner jetzt hier getroffen werden, ist es nicht weiter schlimm. Es kostet natürlich immer ein ganz kleines bisschen Zeit, logischerweise. Aber energietechnisch sollte es zumindest keinen wirklichen Unterschied machen. Ich zahle wenigstens da ein. Ja. Ich will weniger. Ich habe aber auch nie zugestimmt, dass ich die schlechte Wortwitzkasse zahle. Also, das ist auch wieder wahr.
verklagt mich. Oder auch nicht, je nachdem. Hier die Nachbarschaftsbasketballmannschaft. Die wurden bei ihrem Spiel unterbrochen, deswegen sind sie halt ein bisschen sauer auf uns gewesen. Wir denken uns jetzt einfach storytechnisch irgendwas aus. Also. So doof wie möglich. Sie ist eigentlich Trainerin. Ja, sie ist eigentlich Trainerin, genau. Ne, und die, die haben keinen Bock mehr zu trainieren und haben ihre Antipathie gerade gezeigt. Weißt du, so gut wie kaum ein Gegner trifft uns, weißt du, aber die Ratte. Die erwischt einen. Genau. Ah ne, Kakerlaken oder sowas sind das. Ja, ich weiß auch nicht, was genau das sein soll. Ich glaube tatsächlich Kakerlaken. Ja. Ganz kurz, Moment. Ich habe heute definitiv zu viel kommentiert. Ich merke das immer mal zwischendurch an meiner Stimme. Solange es nicht die Kackermaus ist. Oh, wow. Hier ist es übrigens gerade ganz gut, dass wenige Gegner unterwegs sind, weil halt die Gänge sehr eng sind. Das heißt, wenn hier mal ein Gegner im Weg steht, kommen wir an dem kaum noch vorbei. Mondschein, das ist ein gutes Argument. Alter. Wenige. Oh Gott. Oh, bitte nicht. Was ist denn los mit euch? Ja, irgendwie fährt das ab. So, das war's. Wir haben In-Game-Time 11 Minuten 27 Sekunden gebraucht. Und wir sind 0,03 Kilometer gegangen, ja. Und 1,38 Kilometer gelaufen. So. Irgendwas, ich glaube, Objekte hatten wir 11 eingesammelt. Mich hat es nur irritiert, dass der Timer eben noch weiterlief. Den hatten sie entweder vergessen zu stoppen oder das Stoppen hat nicht so ganz funktioniert. Mausekakalake. Ah, gut. Klingt nach einem ganz, ganz schlechten Superhelden-Comic. Ah, ich gehe gleich. Ja, ich kann es dir nicht mal verübeln. So, und jetzt werden wir mal wieder ein, in Anführungsstrichen normales Spiel sehen, mit Silent Hill 3, mit einer sogar ziemlich hohen S-Mit. Ich habe gar nicht auf die S-Mit geachtet, aber 1 Stunde 40.